Stressige Gespräche souverän meistern, das wünschen sich ja viele von uns. Und das bekommst du hin mit zwei einfachen Methoden der Medienprofis. Wie das funktioniert, das zeige ich dir in diesem Video. Es geht wirklich mehr Unternehmern und Führungskräften so, als man denken sollte. Es sind ja immerhin Chefs, aber eine ganze Reihe von diesen Leuten sind trotzdem verunsichert, wenn sie Gespräche führen müssen mit Leuten, die zum Beispiel schwierig sind, also mit Mitarbeitern, oder wenn Themen auftauchen, die sie nicht so wirklich mögen. Sie müssen Geld eintreiben vielleicht, oder noch schlimmer, sie müssen einem Gläubiger sagen, dass es noch dauert, bis sie zahlen können. Alles so Dinge, die nicht so wirklich angenehm sind. Und da geht es dem einen oder anderen tatsächlich so, dass er vor solchen Gesprächen schlaflose Nächte hat, weil sie ihn einfach stressen. Und dieser Stress und die schlaflosen Nächte, das passiert halt vor allen Dingen dann, wenn man nicht so genau weiß, wie bringe ich denn eine schlechte Nachricht rüber, wie sage ich denn einem Gläubiger, dauert noch ein bisschen, bis ich zahlen kann. Oder ein schwieriges Gespräch mit einem schwierigen Mitarbeiter, wo man schon genau wieder weiß, der haut einem das Zeug wieder um die Ohren. Oder wenn du eine unangenehme Nachricht rüberbringen musst und nicht wirklich weißt, wie packe ich es denn an. Und du nicht weißt, wie Gesprächspartner reagieren und du nicht weißt, wie du diese Reaktionen steuern kannst. Und wenn du nicht weißt, wie du verhindern kannst, dass ein Gespräch eskaliert, insbesondere bei Leuten, also deinen Pappenheimern, die du eh schon kennst als Führungskraft oder Unternehmer, die dann immer explodieren, ne? Die Choleriker und so, wo du schon von vornherein weißt, ei, 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 das wird wieder so eine harte Nummer. Natürlich magst du das bisher auch, musst du ja wohl in deiner Rolle als Unternehmer oder Führungskraft solche Gespräche zu führen. Und du hast es bisher immer auf vielleicht folgende Art und Weise gemacht. Du hast dich gut auf so ein Gespräch vorbereitet, inhaltlich, sachlich. Du hast Argumente entwickelt und du hast auch argumentiert. Du hast viel auf die Menschen eingesprochen, um sie zu überzeugen. Oder du bist auch auf Gesprächspartner eingegangen und hast versucht, die Lage zu deeskalieren, ruhig zu bleiben vor allen Dingen, auch wenn es schwierig geworden ist. Und du hast argumentiert und deinen Standpunkt vertreten. Und trotzdem, das alles hat bisher nicht so funktioniert, dass du wirklich zufrieden damit bist. Solche schwierigen Gespräche nerven dich nach wie vor und machen dich vielleicht unruhig und unsicher. Wenn du Menschen zutextest, gerade wenn es um Themen geht, die kritisch sind, dann funktioniert es nicht wirklich, denn die schalten einfach auf Durchzug. Und solche Gespräche gehen auch dann schief, wenn du keine einfache Methode hast, dich sozusagen emotional vorzubereiten. Also zum einen zu schauen, wie geht's dir, aber auch zu schauen, was passiert denn wahrscheinlich bei dem anderen so auf der emotionalen Ebene. Du gehst sozusagen emotional nackt in so ein Gespräch. Stell dir das jetzt bitte vor. Ich habe da so ein kleines Beispiel. Ein Abteilungsleiter muss mit einem der Mitarbeiter sprechen, weil vor allen Dingen die Kolleginnen schon auf ihn zugekommen sind und ihn darauf hingewiesen haben, so ganz unter uns, der Mitarbeiter stinkt. Also er hat starken Körpergeruch und er drückt sich seit Monaten vor diesem Gespräch. Also nicht der Mitarbeiter, sondern der Chef, der Abteilungsleiter. Warum fällt es ihm so schwer? Weil er gar nicht so richtig weiß, wie er beginnen soll. Er möchte die Person nicht verletzen. Es ist wirklich ein guter Mitarbeiter. Und er weiß nicht, wie er mit den zu erwartenden Emotionen, von denen er glaubt, dass sie eintreten, dann umgehen soll. Also er fürchtet das Ende dieses Gesprächs und dass der Mitarbeiter dann stinksauer ist, verschnupft. Mit einer entsprechenden Vorbereitung sieht das Ganze dann schon etwas anders aus. Dann kann auch unser Abteilungsleiter dieses Gespräch souverän durchziehen. Warum funktioniert es noch nicht, Gespräche einfach so durchführen zu wollen, die etwas kritisch und schwierig sind? Und viele Führungskräfte, Unternehmer wissen ja gar nicht, wie ihre Gesprächspartner zu dem schwierigen Thema eingestellt sind, wie sie dazu ticken. Das sollte man in einer Vorbereitung einmal für sich auch klären. Wie könnte denn die Lage beim anderen dazu sein? Und damit kann man dann konstruktiv umgehen. Machen aber die meisten nicht. Wie lässt sich das Problem mit den Problemgesprächen jetzt dann wirklich lösen? Methode Nummer 1, die emotionale Vorbereitung. Beantworte einfach für dich ein paar wichtige Fragen, die dich und den Mitarbeiter klären, im Sinne von, welche Emotionen entstehen denn in so einem schwierigen Gespräch? Was ist denn wahrscheinlich vorhanden? Also zum einen, wie geht es dir selbst damit? Was erwartest du, wie es dem Mitarbeiter geht? Und ganz wichtig jetzt, wie reagierst du auf die Emotionen, die du erwartest bei deinem Gesprächspartner im kritischen Gespräch. Bereite das einfach vor. Und ein ganz wichtiger Aspekt sollte noch mit drin sein. Was hat denn der Gesprächspartner davon, auch von einem kritischen Gespräch,
wenn er Dinge erfährt, die ihm nicht gefallen, wenn er Dinge tun soll, die ihm nicht passen, oder wenn du einen Lieferanten vertrösten musst, so nach dem Motto, ich kann das nächsten Monat zahlen. Was passiert denn, wenn er das weiß? Ja, du wirst dich wundern, welche positive Aspekte das für die Leute hat. Also arbeite den Nutzen in schwierigen Gesprächen für deine Gesprächspartner heraus. Das macht dich übrigens ziemlich entspannt. Methode Nummer 2, die Interviewstrategie der Medienprofis. Du wirst also deine Gesprächspartner nicht mehr zutexten, schon gar nicht, wenn es um Konfliktgespräche, um stressige Gespräche geht, sondern du wirst eine kluge Fragetaktik anwenden, denn wer fragt, der führt. Übrigens, wer argumentiert, verliert. Warum ist das so? Weil du mit geschickten Fragen deinen Mitarbeiter, deinen Lieferanten, mit wem auch immer du ein Konfliktgespräch führen musst, in den Mittelpunkt stellst. Du musst es nur richtig machen. Du darfst natürlich kein Verhör durchführen, das ist verboten. Aber wie die Medienprofis entsprechende Interviewtechniken anzuwenden, wie die das im Radio und Fernsehen machen, das bringt dich hier wirklich weiter. Und wirklich so ganz unter uns, ich mache das ja ständig auf diese Art und Weise. Wenn du Leute befragst, bist du extrem entspannt, auch bei schwierigen Themen. Wenn du Menschen zutexten willst und wenn du viel mit Argumenten arbeiten willst, ist es für dich selbst anstrengend und sehr stressig. Und es wirkt nicht so gut wie die Interviewstrategie. Und das Schönste dabei, wenn du das richtig aufbaust, dann entdecken deine Mitarbeiter, deine Lieferanten oder mit wem immer du sprichst zu einem schwierigen Thema, die Lösungen fast schon von alleine. Also mit diesen zwei einfachen Methoden der Medienprofis schaffst du es, auch ganz schwierige, stressige Gespräche in den Griff zu bekommen. Die eine Methode ist die emotionale Vorbereitung und die zweite Methode ist die Interviewstrategie. So einfach kann es sein. Diese Kombination aus einfachen Methoden mit großer Wirkung für deine Unternehmerpraxis oder Führungspraxis, die findest du so nur bei uns und in unserer Weiterbildung, die heißt übrigens Kommunikatorik. Und wie das für dich konkret aussehen kann, das können wir natürlich auch gerne besprechen, kostet dich übrigens nichts. Klicke unter dem Video im Text auf den Link zu meinem Kalender, wähl dir einen Termin, der für dich gut passt und dann lass uns mal sehen, wie wir stressige Gespräche für dich entspannter gestalten können. Freue mich auf unser Gespräch.